Gleich 9.43 Uhr. Schwach, faul, selbst schuld. So denken viele Menschen über Übergewichtige. Mit diesem Vorurteil muss auch unser Gast Heide Fulian umgehen. Seit ihrem 12. Lebensjahr gilt Heide Fulian als zu dick, leidet später an Adipositas und schämt sich dafür. Doch damit möchte Heide Fulian sich nicht weiter quälen. Deshalb wagt sie sich an verschiedene Mutproben. So reist sie nach Amrum zum FKK-Baden oder nach Cornwall zum Yoga. Auch als Dicke im Fitnessstudio, beim Bauchtanz oder Karatekurs braucht sie ihren ganzen Mut. Ihre großen Ziele? Die Scham verlieren, mehr Freiheiten gewinnen und von der Gesellschaft mehr Akzeptanz bekommen. Ja, und jetzt ist Heide Fulian bei uns. Guten Morgen. Schön, dass du da bist. Moin, moin. Fangen wir doch mal so an. Wie wirken sich oder haben sich die Vorurteile gegenüber Übergewichtigen bei dir ausgewirkt? Wie musstest du kämpfen? Sowohl direkt als auch indirekt, würde ich sagen. Also als ich noch jung und schlank und blond war, habe ich in jeder Hinsicht mehr positive Aufmerksamkeit bekommen. Also es war leichter bei der Arbeit, es war leichter bei der Partnersuche. Auch wenn ich so schaue, wie reagieren Menschen auf mich, wenn ich einfach was frage oder so. Also dass sich mein Körper so verändert hat, merke ich auf vielfältige Weise. Und ich bin damit nicht allein, weil das wirklich in jedem Fachbuch und auch von der WHO beschrieben wird, dass diese Vorurteile, die man Übergewichtigen gegenüber hat, dass die sich sehr nachteilig auf sie auswirken. Inwiefern? Also das ist wirklich so, dass ja viele auch immer noch bestimmte Bilder im Kopf haben. Also wie hat eine Professorin auszusehen? Wie hat eine Fernsehmoderatorin auszusehen? Also es gibt so eine Schere im Kopf, die ganz klar sagt, nee, aber das können wir jetzt nicht mit einer mehrgewichtigen Person besetzen, denn der trauen wir das ja gar nicht zu. Mhm. Du hast dir ja einiges zugetraut, schreibst du in deinem Buch Allein unter Dünnen, hast dir einige Mutproben auferlegt. Ja. Das erfordert ja Mut, wie du selber auch gesagt hast. Wann kam der Punkt, als du gesagt hast, nee, jetzt, ich mache das jetzt anders und ich habe keinen Bock mehr? Steht man da morgens auf und sagt, jetzt ändere ich das alles? Oder war das ein schleichender Prozess? Erklär mir, wie ist es? Ich glaube, das hatte was mit meinen Geburtstagen auch zu tun. Mhm. Also irgendwann, ne, die 40 und die 50 kommt. Und wenn ich dann Bilder mir angeguckt habe von früher, als ich irgendwie 20, 25 war, wir haben jetzt gerade auch welche gesehen. Und damals fand ich mich zu dick und mir wurde auch gesagt, ich wäre zu dick gewesen. Und ich habe die Bilder angeguckt und habe gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein, ich war total schlank. Und insofern habe ich gedacht, wenn ich mal 70 bin und gucke mir die Bilder an, wie ich aussah, als ich 50 war, dann werde ich bestimmt sagen, ich hatte weniger Falten, meine Haut war straffer, ich war sportlicher. Und es war so, dass ich dachte, es darf doch nicht bis zu meinem Lebensende so weitergehen, dass ich mich bis zum Sterbebett noch furchtbar finde. Jetzt hast du diese Mutproben gemacht. Erklär mal vielleicht den Zuschauern, wie man da dran geht. Also ich stelle mir vor, dass wenn man sowieso mit seinem Körper vielleicht Probleme hat und dann auch an einen FKK-Strand geht, dass man davor kurz mal durchatmen muss und einfach mal sagen, okay, wie hast du es geschafft, dann zu sagen, trotzdem, ich mache es jetzt einfach. Also das, was dieses Übergewicht mit sich bringt und ja auch Essstörung oder seelische Störung, du hast sehr viel Ohnmacht in deinem Leben. Also ich weiß noch, wie häufig stehe ich auf der Waage und denke, wieder nichts passiert, weißt du, und immer noch nicht weniger. Und das ist ja dieses Ausgeliefertsein. Und die Mutprobe erfordert natürlich Mut, aber ich komme in das Handeln und ich komme in das Aktive und ich kann ein bisschen sozusagen wieder etwas Mächtiges in Anführungsstrichen haben. Und ich kenne mich gut aus an der Nordsee und mir ist dann ein Strand empfohlen worden, an dem eben FKK ist, auf Amrum, super schön. Und natürlich war das so, als ich mich dann ausgezogen habe, dass ich dachte, oh Gott, und was ist, wenn mich jemand sieht und wird jemand irgendwie mich anstoßen oder wird jemand brüllen, was machen Sie da, sieht ja schrecklich aus und so. Und das Gute ist, auf Amrum ist der Strand sehr weitläufig und es war auch sehr kühl, insofern waren dann nicht so viele Leute. Aber ich bin schon mit Herzklopfen und so, es hat mich was gekostet. Also Baby Steps sagst du auch, ist wichtig. Ja. Gehen wir mal auf die andere Seite, die Leute mit den Vorurteilen, die Gesellschaft, wie kann man da vielleicht auch ein bisschen was ändern? Stichpunkt Social Media, da ist ja viel los, erzähl das mal. Also das eine ist natürlich, dass man Menschen aufklärt und dann ist es natürlich auch so, wir sind alle davon geprägt, welche Bilder wir sehen. Und Social Media ist ein solcher Segen, weil ja fast jeder, der ein Smartphone hat, kann sich eine Öffentlichkeit schaffen. Ja. Egal, ob es jetzt Werbekunden sind oder Modekunden. Und es gibt so viele Frauen, die übergewichtig oder mehrgewichtig sind und die einfach sich eine Plattform genommen haben. Und ich folge jetzt fast nur noch Frauen, die nicht diesem Mega-Ideal entsprechen. Und das hilft mir total.
Du hast einen ganz spannenden Satz gesagt, als letzte Frage. Gewicht ist untrennbar mit Armut und Reichtum verbunden. Was meinst du damit? Ich glaube, auch das wird weiterhin unterschätzt, und zwar erheblich. Da gibt es viele kluge Fachbücher drüber, auch medizinische und psychologische, dass mittlerweile der Gesundheitsaspekt ist ja teilweise fast ein Wahn, und Gesundheit ist mittlerweile was, womit man sich nach unten abgrenzt. Also zum Beispiel raucht die Oberschicht heutzutage weniger als die Unterschicht. Und dieses Dicksein wird auch häufig verbunden so mit, ach, die sitzen ja nur faul auf dem Sofa den ganzen Tag und kippen sich irgendwie ein und essen irgendwie aus der Dose. Und dann ist es tatsächlich so, wenn man sich das anguckt von der Weltgesundheitsorganisation, der größte Faktor für Übergewicht ist erstens Armut, und dann gibt es noch einen zweiten, nämlich wenn man psychisch krank ist. Heide Fuhljahn, hast ein Buch geschrieben, Allein unter Dünnen. Vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns bist. Ich danke auch. Das war mir eine große Freude. Dankeschön. Dankeschön. Ich mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken oder ihr abonniert einfach unseren Kanal oder könnt noch am allerbesten links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.